Was geht ab, Leute? Willkommen mal wieder zu einem neuen Video, in dem ich probieren werde, virale Snacks nachzumachen. Und zwar wurde mir etwas bei Instagram zugeschickt. Eigentlich wollte ich mir das gerade angucken, aber ich habe mein Handy vor dem Drehen weggelegt. Intelligenzopfer, würde ich sagen, oder? Also, wir brauchen dafür ganz normales Sandwichbrot, Toastbrot, wie auch immer. Einige Zutaten kann jeder für sich selbst entscheiden. Dann packt man das in ganz viel Öl in eine heiße Pfanne rein und das glaubt relativ schnell fertig. Ich glaube nicht, dass wir für dieses Video viel Aufwand zu betreiben brauchen. Ja, das ist echt heute schwierig mit meinem Deutsch. Sagen wir, das war gutes Deutsch und das lassen wir gelten. Falls ihr auch Probleme mit dem Deutsch habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Ich würde sagen, wir räumen das ganze Zeugs hier auf eine magische Art und Weise weg und fangen das Video an. Okay, 3, 2, 1. Ich glaube, ich habe zu viel weggeräumt. Eigentlich brauche ich ja die Sandwiches eigentlich schon hier, oder? Die Magie hat nur halb funktioniert, aber es war ein cooler Effekt, oder? Ha? Cooler Effekt, Daumen hoch dafür. Ganz normales Sandwichbrot, am besten die größeren, denn je größer, umso größer werden die Mini-Sandwiches, die wir daraus machen wollen. Und die Zutaten habe ich natürlich ein paar deftige Sachen gekauft und ein paar süße, ein paar mehr süße, weil süß natürlich immer geiler ist, oder Falco? Was sagst du dazu? Es gibt kein zu viel Süßigkeit-Kram. Ich habe jetzt 20 Brote und ungefähr 10 Zutaten, das heißt, ich werde versuchen, pro Zutat zwei gleiche Sandwiches zu machen, damit auch Falco etwas probieren kann. Danke. Damit wir beide auf den Genuss kommen können. Die erste Zutat wird sein, ich habe keine Ahnung, was denkst du, was wir machen sollen? Diese Milka-Herzchen. Okay, dann machen wir die Milka-Herzchen. Let's go. So, dann machen wir mal das Ding hier auf und nehmen direkt zwei Sandwich-Brote raus. Jetzt muss man den Inhalt füllen. Wie viel machen wir rein? Drei, oder? Oder so? Vier. Also das kann man das nicht zumachen. Ich glaube so. Es geht so schon kaputt. Das Brot ist ja nicht so krass stabil. Wie du siehst, ist das so schon kaputt gegangen, Falco. Was ist denn mit vier? Das heißt, ich brauche eine neue Strategie. Ich glaube, das funktioniert nicht ganz. Im Video sah es richtig einfach aus. Aber wie du siehst, ist das hier genau wegen der Höhe dieser Dinge kaputt gegangen. Vielleicht probieren wir es erstmal mit etwas anderem, was nicht so die krasse Höhe hat wie diese Dinger. Und lassen das erstmal beiseite liegen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal was Einfaches, weil die sind so richtig klein. Und wir probieren das mal damit. Erstmal nicht zu viel, glaube ich. Ganz vorsichtig zu. Und da mit dem Glas. Das geht kaputt. Okay, Freunde, Falco und ich haben gerade eine Lösung gefunden, beziehungsweise Falco hat den Vorschlag gehabt, dieses Brot zu nehmen und das ein bisschen durchzukneten, damit es weicher wird. Und dann haben wir das hier in dieser perfekten Form erschaffen können. Also sieht echt nicht schlecht aus. Genauso müssen sie eigentlich alle aussehen. Das heißt, ich muss mir jetzt einfach bei jedem Einzelnen ein bisschen mehr Mühe geben und probieren, das erstmal so weich zu klopfen oder zu kneten. Ich probiere es direkt mit der schwersten Zutat, und zwar mit diesen Milka-Dingern mal wieder. Wenn das da klappt, dann funktioniert es einfach mit jedem. Let's go. Ah, hier ist aufgebrochen, weil es halt echt hoch, ne? Ich schieb das so ein bisschen rein, versuche das trotzdem noch zuzukleben, weil das ist ja relativ feucht hier in dieses Brot. Wenn man das in Fett anbrät, dann wird sowieso alles nochmal gebraten. Aber das liegt halt wirklich an der Form und an der Höhe. Die sind halt echt krass groß, ne, diese Dinger. Ich glaube, mit den anderen Zutaten wird das besser funktionieren. Ich werde es aber trotzdem noch behalten, dieses Ding. Bis jetzt habt ihr gesehen, es ist nicht so leicht wie in diesem Instagram-Video. Vielleicht liegt es wirklich an dem Brot, weil es zu trocken ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach nicht genug Liebe investiert habe. Als nächstes probieren wir etwas Deftiges reinzumachen. Zwar Babybel, einer meiner Lieblingskäse, und der ist auch vegetarisch. Ich glaube, ich würde den Käse so leicht in Scheiben schneiden, sonst passt das wieder nicht rein. Ganz vorsichtig. Biau! Okay, das sieht echt gut aus. Ich glaube, wow, das ist bis jetzt von allem das Beste. Oh. Okay, als nächstes machen wir dann das hier. Das Ding ist aber, hier sind sehr viele verschiedene drin. Wir müssen uns für eins entscheiden, glaube ich. Oder zwei maximal. Eigentlich müsste man Schokobons probieren oder Country. Lass die zwei einfach nehmen. Mehr mache ich, glaube ich, nicht. Ich habe Angst, dass es wieder kaputt geht. Egal, den Rest kann man einfach so snacken. Ja, also das wird schon nicht verloren gehen in diesem Haus, denke ich. Das sieht voll aus wie Pelmenis, ne? Das könnte noch große Pelmenis oder Mante sein. An die Russen da draußen wisst Bescheid, ne? Bei dem könnte das ein bisschen schwieriger werden, weil das ist echt dick, das Teil. Mit ganz viel Liebe, ganz langsam. Biau! Es ist nicht kaputt gegangen. Mega cool. Gurken. Als Russe muss ich das auf jeden Fall einbauen, Leute, die eingelegten Gurken natürlich da auch mit reinzuschmuggeln. Obwohl, warte mal, nee. Ich mache das als letztes, weil die werden gleich matschig sonst. Ich mache das als letztes rein und dann direkt in die Pfanne. Sonst ist diese kaputt. Zuerst wollte ich die Gurken, weil ich was Deftiges haben wollte. Stattdessen mache ich diese Käse-Trüffel-Tortellinis. Eigentlich müssen sie gekocht werden vorher, aber ich glaube, ich mache es einfach so rein, weil im Fett werden sie auch quasi gekocht, oder nicht? Genau. Problem ist halt nur, dass die falsche Form haben. Ich glaube, ich halbiere die und mache dann die Hälfte einfach rein. Ich probiere das mal roh, wie das schmeckt. Wahrscheinlich nicht so geil. Kann man voll machen. Ja, sag ich so. Let's go, Alter. Hab ich immer wieder gemacht. Okay, dann machen wir mal Zwiebelringe rein. Die muss man, glaube ich, ein bisschen klein bröseln. So quasi. Ich hoffe, dass das jetzt gut funktioniert mit dem, was ist echt viel, was ich reingemacht habe.
Oh, das ist nicht mal so krass kaputt gegangen. Nur an dieser Ecke ist ein bisschen aufgerissen, aber ich glaube, das kann ich noch minimal zukleben. Hast du die schon mal probiert? Nee. Ich finde es nice, weil das ist, glaube ich, mehr Keks als Füllung. Und ich liebe diesen Keks auf jeden Fall. Aber ich liebe die Füllung auch so. Na, komm auf die richtige Seite. Komm auf die dunkle Seite, die Keksseite. Sehr keksig. Sehr gut. Schmeckt ein bisschen wie Kellogg's oder so, ne? Diese ja. Kissen, Fashion-Nummer. Ja, in Chiniminis. Sag ich auch, Chiniminis. Okay, ich habe diese so angeordnet, dass es vielleicht so eine Halbkreisform ergeben kann. Und dann natürlich die richtige Stelle erwischen immer, Leute. Oh, ja. Wow, da ist sie wieder. Ein perfekter Tortellino. Very good, very good. Hier haben wir leider so schon einen Riss im Brot. Es ist von der Produktion schon so entstanden. Ich probiere es trotzdem, um keine Verschwendung zu betreiben. Und dieses Mal möchte ich was Gesundes reinmachen, und zwar getrocknete Aprikosen. Ich glaube, ich mache nur eins rein, weil sonst ist es wahrscheinlich zu viel. Die nächste und die vorletzte Zutat ist russisches Brot. Dabei habe ich nie verstanden, wieso das russische Brot heißt. Das ist einfach deutsches ABC. Ich check nicht, was daran russisch sein soll. Ich kenne das in Russland nicht. Ich glaube, ich nehme mal den Buchstaben A. Für abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, macht das jetzt. Oh, der sieht doch super aus. Ich glaube, das reicht auch schon, sonst ist es zu viel. Alter, professional. Und jetzt nur noch als letztes, weil das natürlich matschig wird. Doch, bevor ich das mache, glaube ich, mache ich schon mal Öl in die Pfanne rein. Und dann kann ich das direkt reinschmeißen. Weil wenn ich jetzt die Gurken reinmache, dann wird das Brot nass und matschig. Und dann geht das wahrscheinlich sowieso kaputt. Erstmal Öl in die Pfanne und dann machen wir die Action, gell? Okay, Freunde, die Pfanne mit dem Öl ist am heiß werden. Und ich bereite die letzte Zutat vor. Und zwar natürlich die guten Essiggurken. Schön platzieren, mit Liebe. Sieht gut aus, oder? Oh, komm, mega. Ein bisschen aufgegangen an der Seite. So wie mein Herz aufgeht, wenn ich sehe, wie ihr den Kanal abonniert, ey. Und die Glocke aktiviert. Gut eingebaut, oder? Was sagt ihr? Okay, probieren wir es mal reinzumachen, bevor die ganze Bude vollgeraucht ist, weil hier kommt schon einiges an Rauch. Ich habe keine Ahnung, wann das jetzt heiß genug ist, aber ich glaube, das müsste schon funktionieren. Oh ja. Ich hoffe, das passt alles rein. Ich glaube aber, wird kritisch. Ich glaube, wir müssen... Oh mein Gott, das geht aber ziemlich schnell. Die sind schon braun. Wow. Was? Alter, ich muss die schon drehen, glaube ich. Kann das sein? Nee, warte mal. Doch, guck. Oh, Lord. Warte. Hä? Es ist zu viel. Was geht ab? Es ist zu heiß. Ich habe es zu heiß gemacht. Kann das sein? Nein. Hey, das ist schon angebrannt. Schon. Nein. Nee. Warte. Aus. So, ich krieg's nicht umgedreht. Ah, ich habe es zu heiß gemacht. Ne? Boah, der eine ist schon schwarz. Ah, egal. Das kann man immer noch essen, glaube ich. Genau. Okay Leute, ihr habt das gesehen, wie schnell das ging, deswegen ein Tipp von mir an euch, lasst die Pfanne nicht zu heiß anlaufen, also bei mir hat es schon quasi ein bisschen gedampft, wahrscheinlich schon geraucht, keine Ahnung. Vielleicht sind Köche unter euch, schreibt in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, wie lange man die Pfanne heiß machen sollte. Ich würde sagen, ich probiere erstmal so ein Brownie-Ding und ich weiß ja auch gar nicht, was drin ist, also sieht eigentlich okay aus. Die Frage ist, ob das auch schmeckt. Das hier ist mit Zwiebelringen. Richtig geil, ey. Also so sieht es da drin aus. Ist knusprig, also dampft noch ein bisschen. Ist echt lecker geworden, muss ich sagen. Ich bin echt überrascht, beschert. Und wenn die alle so gut schmecken, dann ist es doch nicht so schief gelaufen. Ist geil. Dann probiere ich mal eins von den helleren. Da ist wirklich was Flüssiges drin. Marshmallow. Ich muss es probieren. Digga, das ist genial. Bei mir ist das Gute. Ich habe von dem Video nichts gegessen, ne? Ich habe so Bock da drauf. Boah. Jetzt nehme ich dieses ganz dunkle, was wahrscheinlich krebserregend ist, Leute. Macht das wirklich nicht genauso zu Hause nach am besten. Für die Wissenschaft, oder Leute? Für die Wissenschaft, was soll der Geist? Das ist Käse. Boah. Wow. Alter. Das sieht so geil aus. Lass es fließen. Noch. Zieh es, zieh es. So. Wow. Das ist für Thumbnail, Leute. Nicht, dass du denkst, was ich gerade. Was macht er da gerade eigentlich? Boah, sieht das sehr heftig aus. Kann man das hängen lassen? Guck mal. 3, 2, 1. Bam. Wow. Tschüss. Krank. Aber krank. Okay, machen wir weiter. Ah, russisches Brot, glaube ich. Man schmeckt nur das Fett raus und ein bisschen Brot. Bis jetzt das Schlechteste. Probieren wir das Nächste. Das sind die Oreos. Schmeckt schon besser. Sieht auch cool aus. Aber kann den Käse nicht toppen. Das ist, glaube ich, der böseste von allen. Der ist richtig dunkel geworden. Was ist das? Ach, die Gurken. Ich muss sagen, innen feucht, außen feucht. Schmeckt insgesamt nicht geil. Ist ein bisschen besser als russisches Brot. Ist aber trotzdem enttäuschend. Die beiden russischen Sachen haben leider verkackt. Kinder-Country, glaube ich. Oh, wow. Ich habe mehr erwartet, muss ich sagen. Ist okay. Ich probiere mal das hier. Oh mein Gott. Das ist es. Milka? Boah, schmeckt das krank. Boah. Krass, Alter. Ey, das ist bisher, glaube ich, das Leckerste. Mit dem Käse zusammen. Unschlagbar. Brüderlich geteilt. Wow. Great, oder? Lecker. Krank, geil. Lecker. Verboten lecker. Man darf sowas nicht essen, glaube ich. Machen wir weiter, bevor ich...
ich natürlich am Zuckerrisiko sterbe. Ah, okay, das Gesunde, die Trockenfrucht. Und hier ist etwas sehr, hier ist etwas sehr Ungesundes neben mir. Der Sportler, der gerade die ganzen Milkers weggefuttert hat, Alter. Er nennt sich auf Instagram Fitness. Fitness, glaube ich, oder? Boah, das finde ich sogar auch richtig, richtig nice. Es ist, als hätte man Konfitüre da drin. Das, was du in Italien bestellt hast, nur in besserer Variante. Obwohl, was heißt besser? Das Fett, glaube ich, gleicht das aus. Aber die Trockenfrucht ist lecker. Puh, Digga, dieses Fett zerstört meinen Bauch gerade, merke ich. Ich kann euch als Tipp vielleicht empfehlen, mit ein bisschen weniger Fett zu arbeiten. Ich habe es halt auf die russische Art gemacht. Vielleicht macht ihr das auf die sparsamere Art. Guck mal, die eine Seite ist richtig dunkel, die andere ist heller. Ich nehme trotzdem das insgesamt dunkle. Tortellini. Wie sind sie? Schlechter als erwartet. Oh. Ist halt voll trocken, ne? Man hätte es vielleicht kochen sollen, aber wenn es gekocht ist, dann ist es matschig wahrscheinlich. Ist nicht das Schlechteste, ich hatte schon schlechtere, aber das würde ich nicht weiterempfehlen. Und das Letzte. Dann hoffen wir, dass natürlich das Leckerste ist. Ich habe gar keine Ahnung, was das sein könnte. Schokobon vielleicht, oder? Oh ja! Oh ja! Ja, sieht nicht nach viel aus. Ich probiere es aber. Ey, Zucker macht einfach glücklich, was soll ich sagen? Das ist so geil. Boah, nee, das esse ich nicht mehr, glaube ich, weil da ist keine Schokolade mehr drin und der Rest ist einfach nur Fett. Freunde, das war's mit diesem fettigen, perversen, aber auch leckeren Experiment. Ich bin echt mehr als zufrieden, also die meisten Sachen waren wirklich lecker. Mein Favorit sind auf jeden Fall die Schokosachen, Country und Chocobon und diese Käsefüllung. Leute, das war das Heftigste. Wow. Alter! Wow. Was ist das? Wenn ihr das nachmachen wollt, dann probiert es gerne aus. Verlinkt mich gerne auf Instagram, wenn ihr diese Bilder postet. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Oder mit einem Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um weitere Videos dieser Art nicht zu verpassen. Schaut auch bei Falco vorbei, der hinter der Kamera ist und der das Ganze auch miterlebt und mitgelitten hat mit mir gerade. Und mitprobiert hat. Und mitprobiert. Hier werden noch Videos eingeblendet, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Dann holt es gerne nach. Ansonsten, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund und gut drauf. Tschüss.